Herzlich willkommen zu Spaß mit Werkzeug. Heute möchte ich euch den Festool-Teppichentferner TPE RS100 vorstellen. Wie ich euch in meinem Vorstellungsvideo schon erzählt habe, habe ich nicht alle meine Geräte neu gekauft. Manche davon sind auch gebraucht erworben worden. Und wie ihr am alten System hier unschwer erkennen könnt, gehört diese TPE RS100 dazu. Da ich dieses Gerät aber trotzdem des Öfteren bei der Sanierung des Hauses verwenden werde, möchte ich euch ihn hier kurz vorstellen. Jetzt wollen wir mal sehen, was der Systemer so zu bieten hat. Hier haben wir die TPE RS100. Sie hat eine Leistungsaufnahme von 620 Watt und ist durch ihre kompakte Bauform auch für schwer zugängliche Stellen und Treppen geeignet. Die Klinge hat eine Breite von 195 mm und man kann sie wechseln und bei Bedarf nachschleifen. Das schont euren Geldbeutel und die Umwelt. Die Festool TPE RS100 hat eine Leerlaufdrehzahl von 6000 Umdrehungen pro Minute. Das entspricht 12.000 Arbeitshübe, 5 mm, wenn ich mich nicht irre. Das soll für 25 Quadratmeter Teppich pro Stunde ausreichen. Das ist eine Menge Power für ein Gerät, was wirklich nur 3,6 Kilo wiegt und es liegt richtig gut in der Hand. Festool typisch, gut verarbeitet. Sehr massive Bauform und ich freue mich schon, damit im Einsatz zu sein. Des Weiteren haben wir noch das Festool-Kabel dabei. Es ist mit dem Festool-Plug-It-System ausgerüstet, was auf alle anderen Festool-Werkzeuge eurer Baureihe auch passt und was ich sehr praktisch finde. Das war's. Der Systemer ist leer, wie ihr sehen könnt. Das Bild hier werde ich hoffentlich bald mal ersetzen können. Sonst, ja, wir sehen uns wieder, wenn das Ding im Einsatz ist. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaß mit Werkzeug. Ich bin's Alex, heute als Werkzeugschlumpf unterwegs. Heute wollen wir mit einem neuen Projekt anfangen hier im Haus. Wie ihr seht, die Wände sind schon verputzt. Jetzt haben wir hier noch den Boden vor uns. Da sind noch Teppichreste drauf, weil da war Laminat drauf und alter Teppich. Der Teppich ist größtenteils raus, jetzt sind noch die verklebten Reste drauf. Die wollen wir heute mit der TPE RS100 von Festool entfernen und danach werde ich euch auch gerne berichten, wie das so funktioniert hat. Ich glaube, wir machen uns einfach mal ins Werk. Nach einer halben Stunde sind wir nun fertig, wie man sieht, mit der TPE RS100 und dem Raum hier. Ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Das Arbeiten ging schnell von der Hand. Durch die kompakte Bauform kommt man tatsächlich in jede Ecke. Die überstehende Klinge ist auch sehr praktisch. Dadurch kommt man wirklich gut am Rand lang, ohne sich mit den Fingern an der Wand lang zu schrammen. Es gibt aber auch ein paar kleine Nachteile.
Wenn ihr die Maschine zu steil stellt und zu viel Druck ausübt, wird schnell die Sicherung ausgelöst, das heißt, es bewegt sich gar nichts mehr. Und wenn das ein paar Mal passiert ist, wird sie auch ganz schön warm. Dann lieber ein bisschen Pause machen und nochmal von vorne anfangen mit dem Gerät. Aber alles in allem ging es sehr zügig. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ja, wie schon mein Idol aus der Jugend Tim Taylor immer gesagt hat, das Gerät braucht einfach ein bisschen mehr Power und schon wäre ich richtig zufrieden damit. Aber alles in allem, gute Verarbeitung. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die Absaugung ranzukriegen, weil das wird die ganze Sache wahrscheinlich um einiges sauberer machen, weil dann verstopft auch dieses kleine Gitter hier unten bestimmt nicht so schnell. Also, ich freue mich schon aufs nächste Zimmer und ich werde es euch wieder zeigen.